Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 2 Everlasting Blood. Im letzten Part haben wir ein paar Nebengebiete erkundschaftet und sind ein bisschen hin und her gewandert. Wir haben noch ein paar Sachen vor uns. Ah, jetzt Schütze. Über Schiffspläne müssen wir mit dir reden. Ich kann mir schon vorstellen, was ihr wollt. Was hast du mit den Schiffsplänen gemacht? Das einzig Sinnvolle, Narr. Ich habe mich mit den Clanmännern zusammengesetzt und wir haben besprochen, wie wir euer Schiff mit den Plänen und ein wenig Magie deutlich größer und effektiver machen können. Okay. Elegant und wendig sein, sodass man einige der Innenräume auslagern müsste. Okay. Wir chillen hier. Check ich nicht. Was? Ich werde mit dem Schiff eh nicht chillen. Ach komm, mach einfach. Egal, ich bin rich. Nun gül, dann ist das Schiff jetzt halt gebaut. Ja, okay. Ja gut, ich habe immer noch 32.000 Fila, also von dato. Daran soll es jetzt erstmal nicht scheitern. Jetzt haben wir das zumindest mal hinter uns gebracht. Könnte ich theoretisch gleich auf meinem Ding abhaken. Auf meinem Zettel. Ja, neuerdings habe ich mir echt so einen Zettel zurechtgelegt, weil mittlerweile sind es so viele Nebensachen, die halt ablaufen, wo man sich nicht alle merken kann, was man machen möchte. So. Als nächstes werden wir das nachholen, was ich im letzten Part vollkommen verkackt habe. Und zwar einerseits mit Asmos reden und mit diesem komischen Berg. Oh, ich habe kaum Blut. Hier. Ah. Der Rauch ist aber neu. Ne? Flieht da jemand? Ah ja, das war eine Zwischensequenz. Wer war das denn? Etwa noch ein Dieb? Ist doch erstmal egal. Los hinterher. Ah, scheiße. Jetzt habe ich mich so gut ausgerüstet mit meinem Abwehrring und alles. Na gut, aber was muss, das muss. Wo ist da so ein Schutzmantel hier? Okay, drei Abwehrringe. Das kann ich mir schon merken, hoffe ich. Ist die Schlange ein Enemy? Nein. Kann ich sie zerfleischen? Nein. Kann ich die Kröte zerfleischen? Nein. Okay, die gehen geradeaus, das Viech. Okay, hier ist eine Höhle. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ja, genau nach sowas habe ich Piratensäbel. Aber ich glaube nicht, dass der stark sein wird, oder? Ne, bei weitem nicht. Ich denke mal, waffentechnisch sind wir ganz gut aufgestellt. Hm. Was ist das? Beherrscht etwa Magie? Wäre wohl sonst zu einfach gewesen. Ja, sicher ist sicher. Ach so, ich darf das nicht berühren, oder? Das erinnert mich an eine Anfangsmission aus dem normalen Vampire Stone 2. Da muss man auch so ein Ding jagen. So einen Dieb. Ich denke mal, ich darf das hier nicht berühren, ne? Ach du Scheiße. Könnte er sein. Aber auch wieder eine richtig coole Idee. Wow, was bewegt sich das Ding?
Oh, der geht nach da. Okay, gut zu wissen. Ja gut, jetzt bin ich im Kreis gelaufen, unnötig. Scheiße. Okay, andersrum. Aber hier ist eine Sackgasse, wo will er hin? Hä? Asozial. Ja, klar! Wo sind wir? Achso, oh, ja, klar! Jetzt werde ich gerade penetriert. Ja, wie soll ich das schaffen? Jetzt bin ich hier gefangen. Na, egal. Oh, warte mal. So, jetzt muss ich halt Glück haben. Ja gut, keine Chance. Da hat man keine Chance. Ja, ja, ja. Ja. Ja, das verfolgt mich, oder was? So, jetzt bin ich wieder hier, ne? Nein! Ja, ich bin gerade ein bisschen zu hektisch. Hey! Hä? Also der hat mich jetzt echt nicht berührt, ganz ehrlich. Achso, das war vor... Asozial. Das verfolgt... Wie soll man dem denn ausweichen, bitte? Du hässliches Kind. Okay. Machen wir es ganz anders. Ja, das Problem ist, hier komme ich aber nicht weiter, weil hier bin ich in irgendeiner Sackgasse drin dann. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Nö, keine Chance. Ja gut, da komme ich jetzt nicht vorbei, da chillst du nämlich. Ja, keine Chance. Da hat man keine Chance. Achso, man kann hier lang. Ah, okay. Safe ist jetzt safe. Ja, warte mal. Ja, und jetzt? Hier ist doch gar niemand. Achso, da kommt schon wieder einer, der mich verfolgt. Leck mich. Wo soll ich denn sonst lang? Hier lang, oder was? Na, guck mal an, was ist denn da? Nö. Okay, geht nach links. Das muss man. Ach so, da kommt schon wieder etwas. Ja, hä? Ah, sie ragen. Ja gut, da. Wow, das war jetzt gerade mehr Lack. Hä? Verfolgt mich das etwa auch oder was? Hm? Oh Gott, was ist das Grüne da? Scheiße. Hier kann er mich eigentlich, genau, eigentlich nicht erwischen. Junge, hat der irgendwelche psychischen Komplexe oder was geht bei dem ab? Warte mal. Na klar! Warte mal, an die Wand! Boah. Okay, wo jetzt hin? Vampirstein. Und jetzt? Wo ist das Viech hin? Das ist ein Geheimgang, wollt ihr mich verarschen? Okay, der wird hochgehen. Ja, ganz klar. Eine leere Flasche, dein Ernst? Kommt es mich besuchen, das Teil? Doch mal nicht. Ja, ja, aber wie soll man denn... Nö, einfach nö. Oh, oh, das wird nichts. Okay.
Ja, okay, er hat mich erwischt. Ja gut, hier erwischt er mich auch, ja, okay. Also warte mal. Hier erwischt er mich nicht. Ich muss immer am Rand chillen. Boah, hier erwischt er mich auch nicht. Okay. Der Rest passt. Gut. Scheiß mal auf die kleine Flasche da, ganz ehrlich. Obwohl, komm. Die jetzt zu holen ist nicht so schwer. Achso, ich muss erstmal das Ding triggern, okay. Achso, das sind so random Gegenstände, ist jetzt was anderes. Aber gut, eine Heilfiole ist genauso behindert. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll man an dem vorbeikommen? Der jagt einen doch. Guck mal, man hat da keine Chance. Hä, wo bin ich jetzt? Hä, wo? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nö. Nö, 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 nö. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Auf das habe ich keinen Bock. Okay, dann probieren wir es anders. Weil da kommt man nicht durch. Da muss ich es in der Richtung probieren. Ah ja. Ich glaube, wir haben ihn aber gleich. Das, zumindest kommt es mir so rüber. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Aber danke für das. Komme ich da durch? Irgendwie? Ah. Das ist mir klar gewesen. Schauen wir mal. Danke. Nee. Teleportstein. Okay, dann werden wir den auch gleich austesten. Sorry, dass ich jetzt hier so viel speichere, aber auf das habe ich gar keinen Bock. Sag mal, wie viele Events sind denn das noch? Ach nö, jetzt sind wir schon wieder hier. Ja, was soll denn jetzt lang sein? Wow. Hallo? Wo bist du? Kollege, du verfolgst mich, oder? Ja. Ah, er wird wahrscheinlich da lang sein, alles klar. Ich darf jetzt hier leider nicht zu lang. Shit! Hässlich. Ja, aber wie kommt man da vorbei? Gar nicht eigentlich. Ja, okay, ich muss halt. What? So scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, aber das ist der einfachste Weg noch. Warte mal, ich wollte doch hier lang, oder? Wollte ich da lang? Ja, ich glaube schon. Ja, ich bin jetzt hier. Fuck, der verfolgt mich auch. Die Verfolgenden sind die ekligsten. Ach so, warte mal. Ja, okay, ich laufe immer in den rein. Ja, aber ich muss doch da irgendwie vorbeikommen. Ja, jetzt bin ich wieder in der Sackgasse gefangen. Guck mal einer an. Das ist schon irgendwie nicht mehr so ganz möglich. Scheiße. Was ist das überhaupt? So. Jetzt sind wir wieder hier am... Fuck you. Leck mich am Arsch, du hässliches Kind. Ja, das ist aber schneller als ich. Was soll ich denn da machen? Hey! Nö. Achso. Lohnt sich das? Hä? Da war nichts! Der war nicht da! Okay, ich scheiß auf das. Herrgott, Sack. Wenn sich das nicht lohnt, dann heul ich. Hey, hier war ich doch schon! X-mal!
Muss ich echt jeden Gang abrasen oder was? Ja, jetzt? Hier war ich doch schon. 600 Mal. Leck mich am Arsch! Das nervt. Kollege, wo bist? Hallo. Fick deine Oma. Okay, hier war ich aber glaube ich noch nicht. Wo war da was, hä? Ja, fick deine Oma, du hässliches Kind. Chillt da die ganze Zeit und dann plötzlich, ich komme mal hier um die Ecke und vernichte dich. Du Verfluchte. Ja, aber wie... Nö, dann kommt man ja da gar nicht durch. Ach so. Ja, und der... Ja, klar. Nö. Ich werde mich alle mal kreuzweise. Wie kommt man da rüber? Ich bin ja schon wieder hier. Fick dich. Ich laufe jetzt einfach irgendwo lang und das... Irgendwie wird es schon funktionieren. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich weiß ja nicht mal wohin. Der chillt ja eh in jedem Winkel dieser Erde. Hab ich gleich schon, ja. Fick dich. Könnt ihr mir vorstellen, dass er da oben ist? Also hier irgendwo. Wow. Okay, er geht nach da. Das ist doch der finale Platz hier, ne? Dann sind wir doch schon mal ganz schön weit. Ist halt die Frage, wo er hin ist. Ist man hier safe? Ja. Boah! Halt's Maul! Hä, wo bin ich jetzt? Ich weiß ja nicht mal, wo ich jetzt gerade bin. Danke. Sag mal. Nö, leck mich. Nö, wir machen das anders. War man hier safe? Ja, hier war man zumindest safe. Irgendwie halt. Okay, der geht doch da lang. So, hier ist es. Hä? Wie soll das denn funktioniert haben? Du Fotze! Halt's Maul! Also ich muss jetzt hier ein bisschen hoch. Weil dann kommt er nämlich hier, genau. Okay, es geht da lang. Fick dich. Ja, jetzt leck mich. Hör doch auf mit diesem dreckigen Dialog. Thank you.
Ja, und jetzt wo lang, hä? Wo ist der denn jetzt bitte hin? Ist er hier? Ist er jetzt endlich im Finale? Ja, hier könnte er doch sein, oder? Er kann durch Kristalle durch. Alter Small. Was für Falle! Sag mal, ich reiß dir deinen Arschloch auf. Vielleicht ist dieser scheiß Dialog jetzt mal vorbei. Okay. Muss ich jetzt da irgendwie anders hin, oder was? Das heißt dann wohl da durch. Leck meine Verfickten. Gott. Also war hier unten. Meinte dann, möchte ich hier durchlaufen. Durch die Kristalle natürlich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Warum bin ich überhaupt hierher gekommen? Also wenn sich das nicht lohnt, dann bringe ich jeden hier um. Jetzt? Ist hier was? Hä? Jetzt bin ich doch wieder vollkommen woanders. Nö, jetzt habe ich gerade keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ach so, grün und rot. Jetzt. Okay. Wow! Was ist er? Ne, das sind so Viecher, die mich verfolgen. Okay. Hey, wann können Kristalle einen verfolgen? Ja, an dem komme ich jetzt eh nicht vorbei. Wie soll man dem denn ausweichen? Natürlich. Hallo. Ich bin schon wieder da lang, ne? Hä? Der denkt, oh, was macht der? Verpisst euch. Hallo? Egal, hier ist eine Tour. Oh, sehr gut. Gut, hier kommen wir noch vorbei. Ist hier was? Nein. So, er ist definitiv da runtergegangen. Und jetzt? Leck mich. Jetzt geht er wieder da lang. Ja, komm, zack. Hey! Oh! Hä, den Dialog hatten wir doch schon. Das Lustige ist, ich bin jetzt irgendwo, wo ich noch gar nicht war. Ja, Gott, wie lang ist denn das Event? Jetzt mal ohne Scheiß. Warte mal. Sind wir hier, genau. Achso, ich hab's schon aktiviert gehabt. Oh, guck mal einen an. Danke, du hässliches Kind! Ja, wir bringen ihn wirklich um. Mach's einfach auf. Nein! Nein! Hier rausgehen! Okay, kleiner Stock, ne? Boah! Ich weiß, glaube ich, wo der ist. Wird safe.
Ich dachte eigentlich schon, der chillt hier, aber nein. Fuck, wo habe ich jetzt gespeichert? Ich glaube, kurz vor der Geheimtür, ne? Okay. Wie kommt man auf die Idee, Kristalle einen verfolgen zu lassen? Wie macht man das bitte? Endlich mal Fight. An dir werde ich jetzt auch all meine Wut auslassen. Aber das ist eine Quest, die gibt's im Original genauso. Nur nicht ganz so nervig. So, ein hässliches Viech. Ich werde jetzt deine Schwester vergewaltigen. Aber sowas von. Danke. Danke. Drei Speichersteine, wie witzig. Wie kommt man da rein? Na, guck mal dann an. Das Timing geht ja noch. Boah, Eisruhen, sehr schön. Das hat sich immerhin gelohnt. Der Weg weiß ich zum Glück, auch wenn meine Navigation meistens fail ist, das finde ich noch. Das wird hier irgendwo sein, ne? Oder auch nicht? Hä? Warte mal. Das ist doch hier. Oder bin ich jetzt gerade dumm? Ja, an dem. Danke. Oh, Wichser. Werde ich eigentlich. Na doch, ich verliere da schon ein bisschen Leben dabei, aber nicht so dramatisch wie. Es ist doch hier gewesen. Hallo? Oder war das hier drüben? Ja, das kann auch sein, dass es hier drüben war. Ja, ja. Boah. Ja, hier unten, genau. Okay, danke. Endlich wieder normale Musik. Ja, danke. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Raum, der hat mich geraged. Ohne Scheiß, der hat mich richtig angekotzt. Was chillen wir denn? Dass wir hier schon waren, das weiß ich. Das kam mir sehr, sehr bekannt vor. Ihr habt mich mal einen Teleportstein hingeführt zu dieser Truhe, soweit ich weiß. Bitte mach jetzt kein Palaver. Hallo, du Viech. Kann man dich ausbluten lassen? Nein, du hast kein Blut. Okay. Immerhin von der Seele bist du gut. Und für diese Truhe. Wo ist der Dieb jetzt? Verdammt nochmal. Drei Schattenruhen, das ist sehr gut. Weil Runen brauche ich halt jetzt wirklich. Weil es kann nämlich sein, dass meine Zauber, die ich mir so gemacht habe, dass sie vollkommen verschwendet sind. Aber ja. Kilo. Alles klar. So, hier ist alles abgeklappert. Jetzt hier runter, genau. Ja, Gott. Ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Ich meine, klar sind gratis Seelen und so, aber trotzdem. Nervt ein bisschen. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, wow. Hier geht's weiter. Guck mal, ich bedanke mich natürlich für den Vampirstein, der ist genial. Ja gut, du bist ein Pflichtkampf, weil das hier wieder so ein kleines Areal ist.
das sind echt Gegner, die sind glaube ich von Level 10 oder so. Vielleicht 100 Leben. Ich muss immer noch dran denken, ich habe noch einen Teleportstein gefunden. Ja, wo geht's jetzt lang? Lichtsphären. Ja, die Sphären sollte ich vielleicht im Kampf auch mal öfter nutzen, aber bis jetzt brauche ich sie nicht wirklich. Nein, der bekommt. Boah, gerade noch so ausgewichen. Halt mal. Ja, dann komm halt her. Ich habe noch nicht alles hier erkundschaftet. Unten gibt es noch einen kleinen Pfad, bevor wir jetzt so weiter rausgehen. Ja. Yeah. Ah, er ist hier. Endlich. Bartius. Also dich werde ich so zerfleischen. Ja. Meistergegner. Okay. Ja. Yeah. Ja, aber dann hättest du einfach zu uns kommen können. Ja, okay, das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich. Wow. Habe ich Eisexplosion noch nicht? Nicht schon? Also komm. Endlich! Oh Gott. Aha. Wow, sehr schön. Und EP. Ja gut, das hat sich schon gelohnt, auch wenn es nervtötend war. Okay, mit Vampirstein schmeißt er echt um sich. Oder ist das wirklich random, dass ich das da rauskriege? Falls ja, habe ich bis jetzt echt Glück, was das angeht. Nee, aber jetzt mal kurz geschaut. Eisexplosion, habe ich das nicht schon? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Also 11 Vampirsteine habe ich schon, ne? Das Rezept, das wollte ich eh auch lesen. Das kann ich ja jetzt endlich. Weil ich ja die heiligen Schriften erhöht habe. So, wo ist die Eisexplosion? Teleportstein 4, ja, ja, werden wir auch noch für diesen Part zerfleischen. Hier. Aska ist mein Magiezauber. Eiszauberer. Und dieses V3, was war denn das nochmal? Version 3. Wo ist's? Egal. Wir werden jetzt hier weitergehen. Wenn das hier durch ist, Teleportstein 4 noch aktivieren. Und dann werden wir mal schauen. Asmus besuchen wir dann im nächsten Part. Ach was. Da kann man nämlich nicht rein. Das haben wir ja ganz am Anfang des LPs mal probiert. Nice. Okay, wir sind jetzt im Messer. Das war mir auch klar, weil die Musik ja schon gespielt hat. So. Endlich. Erstmal speichern. Dann werden wir jetzt den Teleportstein 4 verwenden. Und mal schauen, wo er uns hinbringt. Hier ist er.
zieht man nach Dungeon aus. Hier waren wir noch nie, ne? Wow, der ist aber sogar ein Geheimnis. Ich glaube, hier waren wir echt noch nie. Aber es ist kein rotes Symbol. Hallo? Ach was. Guck mal deine Hand, der da chillt. Aber wie komme ich da runter? Ah, hier, okay. Sind es diese komischen Gammelkrabben? Ne, es sind andere Gammelkrabben. Oh, wir laden uns langsam auf. Das könnte kritisch werden. Also probieren wir es doch gleich mal. Quatsch. Ultima Bang. Lichtexplosion. Ich will diesen Eisexplosion probieren. Ja, okay. Ja, die sind so Level 50, 60, würde ich sagen. Auf das sind wir auf jeden Fall ausgelegt. Ich mach normaler Angriff. Danke, dass du es mir zeigst, Elaine. Oh, das geht. Okay, ich brauche keine Zauber für die. Ich wollte es einfach nochmal ausgetestet haben. Aber da sind viele von denen, ne? So, da haben wir. Ja, war mir klar. Drei! Oh Gott. Das Feuerregen ist einfach zu schwach geworden. Wo ist Ultima? Hier. Wow. Da habe ich Glück gehabt. Vielleicht lähmen wir ihn ja. Aussaugen kann man die ja leider nicht. Okay, er ist gelähmt. Wir können chillen. Komisch aber, dass wir uns so langsam aufladen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne, warte mal. So. Falls irgendwas passieren sollte, bin ich hier gesaved. Ne, Kollege? Ja, zeig mal her. Doppelkrallen, hä? Und ein hübsches Schwert. Ja, dann gib mir mal die Doppelkrallen. Und zwei hübsche Schwerter. So, du bekommst jetzt so viel Bullshit von mir, das wird abartig für dich sein. Das hier. Das hier. Das hier. Heilmittel. Ja. Was auch immer das hier bringen soll. Oh. Okay, das war's. Ja, das werden wir eines Tages vielleicht durchaus tun können. Ja, ist jetzt nicht so unglaublich stärker. Das auch nicht, aber es ist immerhin gut. Du wurdest diesmal nicht genützt. Also es geht schon. Irgendwas wollte ich... Ah ne, den Werwolf haben wir schon. Sonst noch irgendwas? Hä? Achso, scheiße, der kam da durch. Okay. So, machst du wieder eine schöne Kniefeger. Der macht sogar Schaden, das finde ich halt gut. Ich würde aber echt gern wissen, wo wir hier sind. Ich finde, es lohnt sich halt nicht, Zauber einzusetzen. Nur halt, wenn es viele sind, Flächenschaden. Wenn aber der normale Angriff eh ausreicht. Und Ultima kostet halt 90 Blut. Deswegen ist es halt schon nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen.
Bam. Guck mal, so eine Asche-Scheiße. Ich denke immer, das sind so die Standardkarten. Guck, hier lohnt sich jetzt auf jeden Fall Ultima. Zwei. Oh, Nuria ist fast tot. Scheiße. Lemin. Yes. Also Nurias Techniken sind schon gut. Deswegen sollten wir halt auch die Quests der Burganführer machen, weil die können ja Nuria kranke Techniken beibringen und ich denke mal, die sind schon richtig gut. Dietrich, ehrlich. Oh, Asuka ist rasend. Chill. Aber auch wir sind am Arsch. Können wir noch mehr rausholen? Ah, hier sind wir. Okay. Nö, dann würde ich sagen, war das doch ein ragiger, aber trotzdessen auch erfolgreicher Part. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es zeitweise nicht so aussah. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Stone 2 Everlasting Blood. Bis dann und ciao!